Die weitere Phase in der Dezentralisierungsdimension von Bitcoin ist Broadcasting 2.0. Ihr habt vielleicht schon gehört, dass es möglich ist, während des Zuhörens, also während ihr eure Lieblingsbroadcast hört, die Möglichkeit besteht, Sats zu streamen. Also noch einmal, ein Bitcoin hat 100 Millionen Satoshis, falls du ganz neu hier bist. Es ist möglich, wenn du natürlich möchtest, ja, kannst du über diverse Plattformen dir die jeweiligen, deine jeweiligen Lieblings-Podcasts anhören und gleichzeitig Sats streamen oder boosten, wie man so schön auch sagt. Gewisse Teile, die dir gefallen, einfach boosten. Und das Ganze ist natürlich absolut dezentralisiert, direkt, unmittelbar, ethisch, fair und absolut zensurresistent. Und dazu möchte ich eben einige Plattformen zeigen oder auch dann auch in einer kurzen Demo anhand des Breeze Mobile Wallets auch zeigen, wie das geht. Und ich möchte jetzt nicht jetzt allzu sehr in die technischen Raffinessen, ich bin selbst auch nicht jetzt technisch allzu bewandt, also vor allem wenn es darum geht, das Mobile Wallet oder die Set-Streaming-Plattform dann mit deinem eigenen Node zu verbinden. All das könnt ihr jetzt im Moment vergessen. Es geht jetzt wirklich nur darum, um die Funktionalität, um die Nutzerfreundlichkeit und wie du ganz praktisch und einfach Sats an deine Lieblingspodcaster streamen kannst. So, gehen wir mal zunächst mal auf Twitter. Also einen großen Dank auf jeden Fall an Adam Curry, den ihr vielleicht auch schon mal öfters auf oder vielleicht einige Male auf dem Podcast Joe Rogan gehört habt. Und zwar podcastindex.org. Also es gibt verschiedene Wege, wie du Sats streamen kannst. Zunächst einmal gibt es das Mobile Wallet Breeze. Ich finde es wirklich absolut nutzerfreundlich. Es hat sowohl On-Chain als auch Lightning. Das heißt, du kannst auch mit geringfügigsten oder mit den niedrigsten Gebühren oder Transaktionskosten eben Transaktionen machen, empfangen, senden, ja, von Bitcoin. Aber auch eben so Podcasts hören und gleichzeitig streamen. Dazu gibt es halt verschiedene Websites bzw. Informationen, die du dir holen kannst. Das eine ist podcasterwallet.com und das andere ist podcastindex.org. So, es gibt auch übrigens eine kurze Anleitung, die ist auf satoshis.stream. Also ist vor allem wirklich für Leute, die unter anderem jetzt nicht mit ihrem eigenen Node das verbinden möchten und das auch nicht durch die ganzen technischen Komplikationen gehen. Natürlich gibt es auch ja eine Art vielleicht extra Gebühr, aber die ist geringfügig. Das ist 3% für das Service und 1% für Podcaster Index. Ja? Also man kommt auf total Gebühren von 4%, das wirklich jetzt nicht wirklich ins Gewicht fällt. Also zunächst einmal gehst du auf podcastindex.org, wie es hier beschrieben ist, und suchst einfach deinen oder irgendeinen Podcast. Also in dem Fall deinen eigenen, weil du ja sozusagen, du möchtest als Podcaster Sats gestreamt haben. Also gestreamt bekommen. So, das heißt, du gehst auf podcastindex.org und findest dein Podcast und dann da kann ich einfach eingeben Kevan Davani. Hier bin ich schon, die Kevan Davani Connection ist meine Show. Und und jetzt klicke ich das mal an. Und nachdem ich jetzt schon da drinnen bin, sehe ich jetzt nicht das Lightning-Zeichen, aber im Prinzip kannst du jeder andere, weiß nicht, Joe Rogan oder Adam Curry zum Beispiel nehmen. Ja, Adam Curry, der sozusagen der legendäre Vater quasi dieser Plattform. Okay, also es sollte auf jeden Fall eine Podcast sein, die noch nicht
die noch nicht quasi verbunden ist. Ja? Und ja, also man könnte jetzt Joe Rogan zum Beispiel eingeben. Gehen wir mal Joe Rogan ein. Ah ja, zum Beispiel. Ja? Joe Rogan Experience. Und wenn du da eben auf das Lightning-Zeichen drückst, ja, siehst du hier quasi, also da öffnet sich jetzt natürlich eine weitere Seite und es ist eben mein Podcast wiederum. Aber es geht darum, die öffentliche Adresse quasi ja, einzugeben, ja, wie es hier beschrieben ist. Das heißt, in dem Fall, wenn du eben keinen eigenen Node hast, ist es hilfreich, eben einen Custodial Node quasi zu nehmen. Und das ist eben dieser Custom Node, und den du hier rauskopierst, ja, der mit 03C beginnt, ja. Und das kopierst du dann heraus. Und übrigens haben die auch einen tollen Support-Service auf Telegram. Und zwar auf Satoshis Stream Support. Ja? Satoshis Stream Support. Da kannst du jederzeit Fragen stellen und man wird dir relativ schnell und unmittelbar antworten. Gut, das heißt, du gehst dann eben, wenn du dann, du gehst dann eben auf Add, ja, und da gibst du eben dein Podcast-Feed-URL zunächst mal ein. Also die einfachste Plattform ist für mich eben Anchor.fm, da ist, weil das eben auf verschiedenen Plattformen automatisch distributiert wird. Ja. Und ja, da gehe ich einfach auf Settings und zwar auf Podcast Availability. Und da kopiere ich quasi mein RSS-Feed heraus. Ja, Copy. Und gebe das hierbei, wenn ich auf Add gehe, ja, gebe ich das hier ein. Und dann wirst du, genau, und dann ist es wichtig vor allem, dass du diese Funktion eingeschaltet hast, nämlich in Advanced Settings, nämlich dass deine persönliche E-Mail-Adresse, die mit deiner Podcast-Plattform verbunden ist, auch wirklich aktiviert ist, weil sonst würde Anchor eine Default, also eine eigens zugeordnete E-Mail hier darauf verweisen und es soll eben nicht sein. Ja? Also in dem Fall musst du sie aktivieren. Bei mir ist es eben schon aktiviert. Ja? Und das ist hier mein RSS-Feed und das gibst du eben hier und das gibst du auf podcasterwallet.com ein, ja, und claim, ja, und sozusagen und nimmst quasi das in Anspruch dann. Ja? So, wo bin ich hier? Genau. Ja, war es jetzt zunächst einmal schon und dann, sobald du eben dein RSS-URL gefunden hast, wie ist hier zum Beispiel als Beispiel angegeben, HTTPS, Podcast, bla bla, das ist nur ein Beispiel, ja, und dann gibst du ein Claim, ja, Schrägstrich Claim, HTTPS, eben dein Feed, RSS. Und dann bekommst du einen Code, ja. Und mit diesem Code gibst du das einmal in die Shownotes rein, dort, wo du oft deine Notizen und mehrere und andere Informationen eingibst und gibst das ein und dann musst du etwa ein bisschen geduldig sein, wartest ein paar Minuten oder länger und dann als drittes gibst du ein Schrägstrich Claim eben noch einmal dein Podcast Feed URSS und somit ist dein Node jetzt besetzt, ja, also von diesem Podcast-Index. Und ja, das war's dann auch schon. Und das Einzige, was du jetzt nur tun musst, ist eben auf Satoshi Stream Bot zu gehen und gibst zum Beispiel ein, ja, dann gibst du ein Schrägstrich Balance, also für die Gesamtsumme, ja, und ja, also kann ich nochmal hier eingeben. Das sind sozusagen die letzten Sets, die mir da gestreamt wurden. Und dann kann ich auf Withdraw gehen.
Und dann zeigte mir, also ich habe das schon abgezogen jetzt auf meinem eigenen anderen privaten Mobile Wallet. Und mit einer Gebühr natürlich ist es natürlich verbunden. Aber sagt er dann genau, wie viel sozusagen du abziehen kannst, wie viel du da abheben kannst. Und das schickst du dann einfach eine Lightning Invoice hin, einfach mit dem Code. Pastest das rein, copy und pastest das rein und dann wird das sofort innerhalb von Sekunden oder ganz schnell eben die Satoshis, die Sats dann also überwiesen einfach, ja. Und das war's dann auch schon, ja. Also du kannst von jeder Mobile Wallet dann, ob das kannst du auf jede Mobile Wallet, ja, kannst du das quasi überweisen lassen, ja. Das kann auch sein, weiß nicht, Wall of Satoshi, Breeze, Phoenix Wallet, ich denke auch, ja, und das war es dann auch schon. Ja. Gut, und viele andere natürlich Mobile Wallets, die Lightning URL unterstützen. Ja, und das ist eben die neue Generation von Podcasters. Das ist die Evolution von Dezentralisierung, von Distribution, von Zensurresistenz. Und wie gesagt, die Informationen findest du noch einmal auf satoshis.stream. Ja, das werde ich auch noch in die Shownotes eingeben. Ja, und kannst du das selber durchlesen. Wie gesagt, das meiste ist auf Englisch, also ich bezweifle, dass jetzt alles schon auf Deutsch übersetzt worden ist. Deshalb mache ich das auch, weil es auch der BTC Sessions, der Band von BTC Sessions, schon eine Episode gemacht hat. Ich habe mir gedacht, ich mache das nur so überblicksartig für den deutschsprachigen Raum. Nur das Wichtigste eben für Leute, die selber Podcasts sind, nicht jetzt technisch so wahnsinnig versiert sind und einfach auch gerne Followers haben, Zuhörer, Zuhörerinnen haben, die gerne über diese andere Plattformen wie Breeze, ja, dass ich jetzt in weiteren Folgen noch zeigen möchte, wie das auf meinem Mobile Wallet, auf meinem Android ausschaut und wie man sozusagen boostet, wie man anderen Podcastern Sat streamt. Das möchte ich alles noch kurz demonstrieren. Gut, eine kurze Ankündigung, da gibt es natürlich auch jetzt eine tolle Entwicklung. Man kann jetzt mittlerweile auch ein Lightning-Adresse mit einem LND-Node verbinden. Ja, also das heißt, da gibt es keinen langatmigen String oder Zahlenkombination, wo man da hinschicken, sondern man hat dann eine permanente E-Mail-Adresse, die mit dem eigenen LND-Node verbunden ist. Aber das ist mir jetzt ein bisschen als viel zu technisch, muss ich sagen. Damit muss ich mich jetzt nur näher damit beschäftigen. Du findest es auf BTC21. .de, also deutschsprachig, ja, / Lightning-Adresse. Und da wird dann eben genau beschrieben, wie man das macht. Und ich denke, es ist jetzt gleichgültig, auf welchen Node du hast, ob du jetzt MyNode oder Umbrel oder sonst irgendwas hast. Die Informationen sind auch auf GitHub zu lesen, soweit ich weiß. Du musst dich sozusagen mit einem SSH verbinden, mit einem eigenen Lightning-Node und dann in das Verzeichnis gehen. Also es ist eben wesentlich, es ist nicht gerade Noob oder Noob, also anfängerfreundlich. Gut, ich denke, das war's dann schon. Und ich werde jetzt in weiterer Folge jetzt im Anschluss zeigen, wie das auf meinem Mobile Wallet mit Breeze aussieht, das absolut nutzerfreundlich ist und wo du eben Sets gestreamt bekommen kannst oder anderen Podcastern Sets streamen kannst, beziehungsweise boosten kannst. Ja? Also bestimmte Teile, bestimmte Fragmente, die dir gefallen. Was ich dir noch zeigen möchte, ist Fountain. Das habe ich selber noch nicht installiert auf meinem Handy, weil ich warten möchte, weil ich noch eine alte Android-Version 8.0 habe. Und übrigens noch einmal, Blue Wallet funktioniert nicht mit Android-Version 8.1, so wie bei mir. Also offensichtlich bin ich ja noch in Steinzeitalter mit meinem Handy. Aber wie gesagt, ich habe keine Beschwerden sonst mit allen anderen Apps. Aber es kann jederzeit passieren, dass andere Apps dann funktionsuntüchtig werden. Also ich warte nur, bis es eine neue Version gibt von meiner Marke. Wie auch immer, also es gibt Fountain, das kannst du installieren und dann bestimmte Teile oder wie auch eben die deine Lieblingspodcasts promoten oder kurze Clips rausschneiden, boosten, Side-streamen und so weiter. Also es ist schon alles möglich, eben live auf iOS und Android. Gut, und jetzt zeige ich euch Breeze Wallet.
So, und jetzt seht ihr eben das Display meines Breeze Wallets. Das ist hier die Anfangsseite. Also hier seht ihr eben, wie im Moment habe ich jetzt 0 Sets, weil ich offensichtlich da jetzt schon alles gestreamt habt oder schon ja, einfach abgezogen habe. Da seht ihr eben, ja, was da reingekommen ist, was hinausgegangen ist eben. Und hier seht ihr auch die Funktion eben Senden, Empfangen, das QR-Code, ja, Button. Und wenn ihr da links oben auf das Wallet-Zeichen drückt, ja, dann seht ihr eben Balance, ja, und hier und drunter Podcast. So, und also mein Podcast ist hier schon dabei hier. Ja, also wenn ich jetzt drauf drücke, Keva Navani und so weiter, einfach auf Play gehen und so weiter. Und so, jetzt gehe ich mal einfach nur auf Tales from the Crypt zum Beispiel, gehe auf Play. So, und da steht natürlich Add Funds, weil ich eben keine Funds im Moment, keine Sets habe, aber das ist einfach nur die Funktionalität nur kurz zeigen. Hier kann man eben boosten, ja, das ist schon auf bei Default quasi automatisch auf 5000 Sets. Man kann es auch niedriger machen auf 1000 Sets oder 5, wie auch immer. Und dann die Sets pro Minute, ja, das kann 50 oder 100 Sets pro Minute, also das kann man individuell einstellen. Und während du hörst, während du dir deinen Podcast, deinen Lieblingspodcast hörst, kannst du zum Beispiel auf Boost gehen, ja, und da steht natürlich, ja, du hast jetzt nicht genügend Funds, um eben einen Boost zu machen, aber dann würde sozusagen so Luftballons oder was auch immer, Konfetti sehen auf dem Display, und das ist eben das Zeichen, dass es ist. Also genau zu dem Zeitpunkt, wo du das abspielst, wo ein bestimmter Teil dir gefällt, sagen, okay, dann weiß der Podcaster, der sich das dann anhört oder anschaut, eben, dass du einen bestimmten Segment oder bestimmten Teil oder bestimmtes Exzerpt des Podcasts dir besonders gut gefällt und das im Speziellen geboostet wurde. So, das war's dann auch schon. Noch einmal, ich gehe nochmal zurück. Ja, also hier siehst du Balance, ja, mit allen Funktionen. Podcast, Point of Sale. Gut, das ist für Merchants und so weiter, für Händler. Das sind die verschiedenen. Azteco übrigens kann ich nur empfehlen. Also falls du jetzt keine Geschäfte jetzt kennst, zum Beispiel in UK, in England, aber man kann es sehr wohl online auch kaufen über bestimmte Online-Händler oder Online-Vertriebsleute. Gutscheine, Lightning, also über Lightning kannst du das dann einlösen. Ja? Eben auch mit dem Breeze Wallet, aber auch hier mit jedem anderen Wallet. Ja. Wallet Satoshi, Phoenix und so weiter, dazu habe ich ja auch schon ein Video gemacht. Wenn dir dieses Tutorial, dieses kurze Tutorial wirklich gefallen hat, bitte liken, teilen, abonnieren, meinen Kanal, YouTube-Kanal, aber auch meine Podcast-Plattform. Und wenn du mich in irgendeiner Weise unterstützen möchtest, mit Sats oder mit schmutzigem Fiat-Geld, kannst du mir auch über PayPal auch was schicken, aber am besten an die jeweiligen Bitcoin-Adressen, die ich Ihnen schon was angegeben habe, also Tipping bzw. Paynim, falls du ein Samurai Wallet haben solltest, was ich dir auch nur herzlich empfehlen kann. Und ja, würde mich über jegliche Art von Unterstützung freuen und bitte nochmal liken, teilen und abonnieren. Und du kannst mir auch auf Twitter folgen. Mein Twitter-Handle ist @kevandavani, was du auch in den Shownotes findest. Alles Liebe und bis bald. Tschüss. Thank you.